erreichen, sonst wird bestimmt der Anschluss versäumen. Nur ein Wetter gibt es dann, Parole ran an den Wenn jemand käme, mich in die Arme nehme. Dieser jemand, wenn Sie nichts dagegen haben, bin ich. Schluss der Vorstellung. Eine Frischheit. Ja, das finde ich auch. So beim Fenster hereinzuschauen. Nein, so zur Tür hereinzukommen. War sie denn offen? Ja, und das ist auch richtig so. Wie wäre ich denn sonst hereingekommen? Vor allem, wie kämen Sie wieder hinaus? Ja, dann müsste ich eben hierbleiben. Stelle ich mir übrigens reizend vor. Wir zwei in diesem netten Zimmer. So ganz allein, völlig ungestört. Ach, Sie richten das Zimmer schon für uns her. Augenblick mal bitte. So, ich schlafe nämlich am liebsten an der Wand, wenn ich einen Wunsch äußern darf. Ich würde Ihnen raten, verschwinden Sie so schnell wie möglich, wenn mein Vater kommt. Mein Vater erwarten Sie auch? Das finde ich ja großartig. Da lerne ich gleich die ganze Familie kennen. Vorhin die Mama. Das war Vaters Hausdame. Eine reizende Hausdame. Sie finden wohl jede Frau reizend. Wieso jede? Zuerst mich. Habe ich Ihnen gesagt, dass Sie reizend sind? Sie haben mich doch geküsst. Ich küsse sehr gern. Sie nicht? Wissen Sie, was Sie sind? Ein ganz netter Mensch. Im Nebenberuf Komponist. Georg Haring. Wer? Haring. Georg Haring. Der sind Sie wirklich? Mhm, wenn Sie nichts dagegen haben. Das Bild ist aber sehr geschmeichelt. Ich habe damals noch für eine Zahnpasta-Reklame gearbeitet. Willst du küssen früh und spät, putz die Zähne mit Bims Radet. Und jetzt kommt Ihre erste Operette Maske im Blau im Berliner Palasttheater heraus. Oh, eine eifrige Zeitungsleserin. Rubrik Bühne, Funk und Film. Ja. Und was wollen Sie von meinem Vater? Ich ahne ja gar nicht, wer Herr Papa ist. Ja, was wollen Sie denn sonst hier? Ich wollte nur wissen, ob Ihr Gesicht genauso süß ist wie Ihre Stimme. Vielleicht erzählen Sie das dem Direktor des Palasttheaters. Wozu? Damit er endlich meine Briefe beantwortet. Was, Sie haben auch mal unter einen Brief geschrieben? Einen, zwei. Interessant. Was haben Sie ihm denn geschrieben? Dass ich gerne zum Theater möchte. Großartig. Soll ich mit ihm reden? Wollen Sie das wirklich für mich tun? Für mich? Für mich? Ich könnte mir großartig vorstellen, dass Sie auf der Bühne stehen und meine Lieder singen und... Mein Vater. Der Auftritt kommt natürlich viel zu früh. Kommen Sie. Kommen Sie schnell. Ja, aber wohin denn? Und sagen Sie ja nicht, dass Sie Künstler sind. Der Hauptkünstler. Ach. Ja, aber wenn Ihr... Setzen Sie sich. Und bloß ist Ihren Namen nennen. Er hat geschworen, Sie zu erwürgen. Mich? Ja, aber warum denn? Er kennt mich doch gar nicht. Doch, von Ihren Schlagerplatten. Sehen Sie, das nenne ich Popularität. Hey, pst, pst. Wer ist denn Ihr Herr Vater? Professor Stadelmann, Tiermaler. Oh, Herr Professor, ich habe schon so viel von Ihnen gehört und ich bin glücklich, den berühmten Tiermaler einmal von Angesicht zu Angesicht. Ersparen Sie sich Ihre Artigkeiten, junger Mann. Ja, Herr Professor, ich komme wegen eines Bildes. Ich habe nämlich zu Hause einen braunen Hund, einen braunen Hund. Und wenn Sie 10 Katzen zu Hause haben, ich male sie nicht. Aber warum denn nicht, Herr Professor? Sie haben meine Tochter geküsst. Was, ich hab... Jawohl, Sie haben sie geküsst. Ich habe es draußen gehört. Den Kuss? Schweigen Sie! Der Schornsteinfeger hat es mir erzählt. Der Schornsteinfeger? Auch vom Milchmann weiß ich es. Aber Herr Professor, ein Milchmann... Ein Milchmann lügt nie. Sie haben eben die Situation ausgenutzt, weil meine Tochter trotz meines ausdrücklichen Verbotes unter Benutzung des guten elektrischen Klaviers und meiner sämtlichen Möbel herumgehopst ist. Herumgehopst wie eine... Papa! Schweig! Sie haben meine Tochter kompromittiert. Aber bitte, Herr Professor, ich bin jederzeit bereit... Ich verlange von Ihnen nur eine Bereitwilligkeit. Mein Haus zu verlassen. Und zwar sofort. Aber Papa... Ich werde mir das Vergnügen machen, Sie zur Haustür zu begleiten. Und ich werde die Ehre haben, die Gartenpforte hinter Ihnen zu schließen. Und zwar gründlich. Ach,
Verzeihen Sie, Herr Professor, dürfte ich mich nicht wenigstens von Ihrem reizenden Fräulein Tochter verabschieden? Nein, das ist es ja gerade, was hier unter Wahrung aller Formen vermieden werden soll. Darf ich bitten? Es ist zum Auswachsen. 500 Kühe habe ich bis jetzt gemalt. Kühe an der Tränke, Kühe auf der Weide, Kühe am Bach, Kühe am Meer, Kühe auf der Alm. Nein, just eine Kuh beim Melken muss es sein. Wie lange melken wir jetzt schon, Papa? 4 Stunden. Was ist denn das? Telegramm, bitte. Was ist denn? Ein Telegramm für Gitta. Für mich? Mit wem depeschierst du denn? Briefgeheimnis, Herr Professor. Na hören Sie, ich werde mich doch noch für die Post meiner Tochter interessieren können. Papa, ich fahre nach Berlin. Wohin? Pommerlund hat mir geantwortet. Wer ist das Pommerlund? Ein Theaterdirektor. Nicht möglich. Doch, er will mich sofort sehen. Hier steht es. Pommerlund erwartet Sie morgen Berlin, Hotel Astoria. Du wirst dich nicht unterstehen zu fahren. Doch. Sie wird fahren. Das ist ja die reinste Revolution. Bin ich ja nicht mehr der Herr hier im Hause? Du bleibst? Papa, endlich habe ich die Gelegenheit zu beweisen, dass ich wirklich etwas kann. So. Dass ich nicht nur herumhockte. Ah. Papa, mach es mir nicht so schwer, bitte, bitte. Nein. Ich werde niemals erlauben, dass mein Kind zum Theater geht. Da muss ich eben ohne deine Erlaubnis. Untersteh dich. Aber Herr Professor, lassen Sie doch das Mädel gehen. Ach, was? Wenn doch Ihr ganzes Herz am Theater hängt. Dasselbe Theater habe ich schon einmal erlebt. Wieso? Bei meiner Frau. Wohin ist sie gerannt? Zum Theater. Was, dieser Professor? Ja, damals war ich noch kein Professor, da war ich noch ein armer Maler. 3 Jahre lebten wir glücklich und zufrieden. Da plötzlich packt sie der Theaterteufel und weg war sie. Also deswegen. Ach, Herr Professor, entschuldigen Sie, ich habe schon immer fragen wollen. Hermine, wissen Sie, wie einsam ein Haus sein kann, wenn man plötzlich so allein drin lebt? Und Sie haben nie wieder was von ihr gehört? Ja, geschrieben hat sie. Oft zuerst an mich, dann an Gitta. Aber ich habe die Briefe nicht öffnen können. Ich war nicht imstande dazu. Und jetzt will mein Kind auch weg zum Theater. Niemals. Nach Berlin fährt sie mir nicht. Zwischen dem ganzen Hause. Ich brauche einen Reim auf Glück. Stück. Scheiße. Zurück. Ach, hat ja so ein Bart. Blick. Also, aber du bist wirklich blöd. Also entschuldige, was geht denn mich das Ganze an? Schließlich bist ja du der Textdichter. Na ja, nur wenn schon, aber ich suche etwas ganz Seltenes. Seltenes? Ich hab's. Ja? Vorschuss. Na, das reimt sich ja nur gar nicht. Aber selten ist es. Du bist ein dummes Ding. Fünfter Stock und das Dach. Stopp, erster. Na nu. Willst du die übrigen 4 Treppen zu Fuß steigen? Nein, ich wohne ab heute im 1. Stock. Ach, interessant. Ich habe mir ein Appartement gemietet. Für mich und eine Dame. Na ja, kann ja vorkommen. Verzeihung. Du schenkst mir lieber eine Zigarette, ja? Sag mal, Menschenskind, wo hast du plötzlich so viel Geld her? Vorschuss. Versteh mal, Vorschuss. In Lorbeeren, ja? Nein. In Bar. Wahre 2000 Mark. Vorschuss auf unsere Operette. Ja, der gehört ja die Hälfte mir. Ja, denkst du. Pommerlund hat ja den Vorschuss auf meine Musik gegeben. Deine Texte gefallen ihm gar nicht. Moment. So? Bitte? Darf ich dich in meinen neuen Gewächern begrüßen? Ach, Donnerwetter. Was? Menschenskind. Aber hier kann man es aushalten. Wie bei Großfürstens. Junge, Junge. Ach, das ist ja märchenhaft schön. Kann ich nicht bei dir in Untermiete wohnen? Nein. Das geht leider nicht. Kostet das nicht jede Menge Geld, was? Ja, okay, ich spiele fast gar keine Rolle. Ja, ich vergesse ja, aber du hast ja Vorschuss natürlich. Ich habe Vorschuss. Ah. Sag mal, wie hast du das eigentlich mit dem Vorschuss geschafft? Mit meinem Charme. Was, bitte? Ja, also etwas Charme habe ich ja schließlich auch. Nicht? Doch, aber sobald ich bei Bommerlund das Wort Vorschuss auch nur so leise erwähne, weißt du, wird der gereizt? Ach. Der fängt an zu toben, also ich... Merkwürdig, ich weiß nicht, ich komme großartig mit ihm aus. Na ja, du bist ja auch auf der Butterseite des Lebens geboren, nicht wahr? Du fallst so ein paar Takte so... Nicht? Ja, du dich mit Versen abquälen musst, ich weiß. Natürlich mit Bart. Das ist doch selbstverständlich. Ach, schön. Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich bei dir ab und zu mal so eine kleine Runde schwimme? Hm? Natürlich nur, wenn der gnädige Herr nicht zu Hause ist. Weißt du, da möchte ich mich lieber nicht festlegen. So, naja. Du, pass mal auf. So, was? Hm. Ist das ein Gedicht? Ach, seit wann kaufst du Gedichte? Ja, ich bin für derartige Lyrik, seit ich verliebt bin.
Aber die Briefe haben wir schon abgeschickt. Nein, Telegramm ist keins gekommen. Ja, ein Anruf aus Graz. Hotel Astoria. Bitte schön, ich bitte. Einen Moment. Nein, die Herrschaften sind abgereist gestern. Wie bitte? 16.4. 82. Sofort, bitte. Trotzdem. Was mache ich jetzt? Mein Gott, ich hab's Ihnen doch gerade erklärt. Was? Wenn Ihr Fräulein Braut nach Wien durchgegangen ist, so gibt's für Sie nur vier Möglichkeiten. Wieso? Entweder Sie fahren morgen mit dem Flugzeug, so sind Sie morgen um 12 Uhr Mittag in Wien. Oder Sie fahren heute auf Nacht mit dem ÖNT-Zug, sind Sie auch um 12 Uhr Mittag in Wien. Oder Sie nehmen die Koffer und fahren heute gleich mit dem Personenzug, sind Sie auch um 12 Uhr. Oder? Oder Sie bleiben hier und suchen sich eine andere Braut. Bitte schön. Ich heiße Gitta Stadelmann. Ja, bitte? Herr Direktor Bummelund erwartet mich. Ach so, Sie sind das Fräulein aus München. Ja, Sie werden bereits erwartet von Herrn H. Von Herrn Direktor Bummelund. Nur großes Gepäck haben Sie ja nicht. Doch, meine drei Schrankkoffer liegen noch auf der Bahn. Was, drei Schrankkoffer? Ja, 112. Führen Sie die Dame auf 112. Nein, nein, bitte lassen Sie, da sind meine Brillanten drin. Brillanten hat sie auch schon. Das möchte man nicht für möglich halten. Ja. Von vorn schaut sie aus wie ein Täubchen, aber von hinten schaut der Habicht heraus. Schade um seine Person. Sehr schade. Kann man nicht machen. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich meine, Bommelund wird sich sehr freuen. Warten Sie auch auf Herrn Bommelund? Im Gegenteil, er hat mich geschickt. Er lässt sich bei Ihnen entschuldigen. Er kann Sie leider heute nicht empfangen. Ja, aber hat mir doch ein Telegramm geschickt. Ja, stimmt. Aber nachher hat er ein Telegramm bekommen und musste sofort nach Budapest. Nach Budapest? Ja. Das ist aber dumm. Hm. Aber Herr Bommelund kommt ja bereits nach drei Tagen zurück und bis dahin bittet er Sie, sein Gast zu sein. Und welches Zimmer hat er für mich bestimmt? Alle. Alle? Für mich ganz allein? Mhm. Und was ist mit dem Kleid? Ach, das hat Herr Bommelund geschickt, da er in der Eile keine Blumen kaufen konnte. Ich kann doch aber keine Geschenke. Verlassen Sie sich drauf, Herr Bommelund wird es Ihnen von der Gage abziehen. Und von wem sind die Rosen? Auch von der Gage? Aha, aber von meiner. Das ist aber lieb von Ihnen. Herr Bommelund kommt also erst in drei Tagen zurück. Aha. Darf ich Ihnen bis dahin Gesellschaft leisten? Wollen wir zusammen essen gehen? Ich habe bereits einen Tisch für uns reserviert. Ja. Nein, bitte später. Ich bin noch viel zu aufgeregt. Ach so. Wollen wir lieber tanzen? Ja. Einen Tango von mir? Ja. Es ist das erste Mal, dass man für mich ein Lied bestimmt. So? Sie verwöhnen mich so. Hm. Nummer 3, den Tango. Hast du schon gesehen, was Georg sich heute angelacht hat? Nur lass mal. Wer zuletzt anlacht, lacht am besten. Netter Junge. Kennen Sie ihn? Nicht? Ja, oh, ja, so oberflächlich. Und er macht ganz begabte Texte. So ein Reimschmied. Sonne, Wonne, Herz und Schmerz.
In dir habe ich mein Glück gefunden. Denkst du noch an diese Stunden? Und so ähnlich. Und dann spielt er in der Kapelle? Tja, der Pegasus braucht Hafer. Von irgendetwas muss ja der Schornstein rauchen. Schau einer schönen Frau nie zu tief in die Augen. Sie haben eine Eroberung gemacht. Wieso? Sie haben einen Dichter zu einem neuen Text inspiriert. Schau einer schönen Frau nicht so tief in die Augen. Denn was ihr Blick verspricht, das hält sie nicht. Sie blickt den nächsten Mann genauso zärtlich an. Doch all ihr Zärtlichsein ist leider nur Schein. Schau einem schönen Mann nicht so tief in die Augen. Hören Sie, Gitter, er warnt Sie. Er spielt mit jeder Frau und nimmt's nicht so genau. Lass dir das eine Warnung sein und ich auf gar nichts ein. Denn so ein schöner Mann gehört dir nie allein. Die Julischka aus Buda, Budapest. Weißt du noch, Gitta? Georg, sind Sie dumm? Und wenn die kleine Julischka am Abend schlafen geht, dann hat sie mit Palotria mir glatten Kopf verdreht. Ei, ei, Mama, was die alles kann. Die zieht genau wie ein Magnet die Männerherzen an. Ei, ei, Mama, was die alles macht. Erst macht sie mich total verrückt, dann sagt sie Gute Nacht, die Julischka aus Budapest. Das ist ein Mädel, die halt ich mir fest und trink mit ihr so lang Tokaja, bis sie sich mal küssen lässt. Georg, wir haben einen Schnips. Ich? Wie kann man bloß einen Schnips haben? Er ist unverantwortlich. Ja, ich muss jetzt zum Bommerlund. Gitta, der schläft doch schon längst, ist doch viel zu spät. Mach nicht. Wir wecken ihn auf. Gitta, das geht doch nicht. Mein Gott, wird er sich wundern, wenn ich ihm jetzt was vortragen würde. Juhischka, Juhischka, Georg. Was denn? Das ist doch nicht mein Zimmer. Mein Zimmer ist viel größer. Ja, ja, kommen Sie, jetzt fahren wir schön hinauf. Nein. Was denn? Sie dürfen nicht in mein Zimmer. Die Gitta. Ist noch ein Mann? Oder sehe ich doppelt? Georg, ich fahre nicht. Ich gehe zu Fuß. Aber Gitta, das ist doch viel zu hoch für Sie. Wieso? Ich könnte heute viel in den Himmel steigen. Die Juliska, die Juliska. Also kommen Sie, Gitta, ich bringe Sie jetzt hinauf. Nein, kommen gar nicht in Frage. Sie fahren. Aber ich bringe Sie doch nie hinauf mit Ihren Schwips. Sie auch. Alle drei. Puh. Gute Nacht, Georg. Träumen Sie was Süßes. Wie kann ein erwachsener Mann so einen Schwips haben? Thank you.
ich wär fest. Und trink mit ihr so lang Tokaja, bis sie sich mal küssen lässt. Gute Nacht, Georg. Gute Nacht. Du bist wohl wahnsinnig geworden, hier mitten in der Nacht bei mir anzurufen? Hier ist die Störungsstelle. Heute gibt's einmal keinen Vorschuss auf die Seligkeit. Stör dich die ganze Nacht. Das nenne ich einen wahren Beweis edler Freundschaft, du Schuft, du. Och nee, und bitte nur komm mal nicht so, nicht? Du weißt, ich gönn dir alles, sogar den Vorschuss. Aber dieses Mädel ist wirklich zu schade für irgendein Abenteuer. Möchte überhaupt wissen, wie die auf dich hereingefallen ist. Da kann ich dir einen guten Tipp geben. Wenn du mal unterwegs ein Mädel triffst, die dir wirklich gut gefällt und die zum Theater will, dann schick ihr ein Telegramm. Der Name Bommerlund wirkt Wunder. Und wenn du mir diesmal einen Strich durch die Rechnung machen willst, dann ziehe ich mir in 3 Tagen einen schwarzen Anzug an und komme zu deinem Begräbnis. Gitta, ich muss Ihnen etwas erklären, aber bitte hören Sie mich zuerst ruhig an. Also dieses Telegramm von Bommerlund ist gar nicht von Bommerlund, ist von mir. Ich wollte Sie halt unbedingt wiedersehen. Schlimm? Sehr schlimm? Schon abreisen. Ja, das heißt bei uns eine kurze Bekanntschaft. Schatz, ich sag's jetzt eilig. Ja, auf ein paar Minuten wird sie nicht ankommen. Bitte schön. Die Rechnung, bitte. Schon bezahlt, bitte. Wieso? Herr Harding hat das Appartement auf seine Rechnung schreiben lassen. Ich möchte aber nicht auf der Rechnung des Herrn Harding stehen. Sehr richtig. Die Dame möchte nicht auf der Rechnung des Herrn Harding stehen. Möchte nicht. Die Dame steht unter meinem Schutz und Schirm. Gestatten Sie, Franz Stanzinger. Sie Horser. Und Sie brauchen sich gar nicht so aufzupullen, Herr von Stanzinger. Nicht mal, wenn die Dame einen Schutz nötig hat, bin ich noch immer der bessere Schirm. Seehauser. Seehauser, wissen Sie nicht, wo Fräulein Stadelmann ist? Nein, im Zimmer ist sie nicht. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Und vielleicht ist sie im Badezimmer. Junge Damen baden ja riesig gern. Ich gehe sie auch nicht. Die Dame ist abgereist. Abgereist? Wer ist denn am Apparat? Hier spricht Generaldirektor Astoria. Generaldirektor? Wenn die Herren jetzt fertig sind, darf ich dann endlich meine Rechnung bezahlen. Ja, schon erledigt, Fräulein. Ich lasse mir nichts schenken. Bitte, bitte, wenn Sie absolut darauf bestehen. Das sind 61 Mark. 50, 60, 61. Also, mir wäre leid um das schöne Geld. Aber es ehrt Sie. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht. Wo wollen Sie denn hin? Jetzt mitten in der Nacht? In ein anderes Hotel. Was Sie unsere Konkurrenz? Na, das hätte ich aber von Ihnen nicht erwartet. Sie flieht vor ihm. Ja, kann ich ja verstehen. Fliehen? Hier ist es mir zu teuer, das ist alles. Oder glauben Sie, ich kann mir für jede Nacht 61 Mark leisten? Nein, es gibt ja auch billigere Zimmer. Herr Seehauser, was kosten denn die Zimmer im oberen Stockwerk? Kosten im 4. Stock 10 Mark, im 5. Stock 8 Mark. Und im 6. Ja, wir haben ja nur 5 Stockwerke. Ja, dann ist mir Ihr Hotel nicht hoch genug. Ein Augenblickchen. Ich zahle doch für mein Zimmer auch nur 5 Mark. Naja, mit Hofaussicht. Das kann ich doch der Dame nicht zumuten. Ja, ich genieße die Aussicht schon seit 2 Jahren. Man gewöhnt sich an alles. Glauben Sie es mir? Ja? Hm? Na bitte, das können schon haben, aber es ist halt ohne jeden Komfort. Nicht? Es hat kein Bad, keine Zentralheizung.
Auch ohne Telefon, bitte. Wenn Sie damit einverstanden sind. Einverstanden? Ja. Ja, bitte schön. Wundervoll. Sehr nett, das ist ein bescheidenes Mädel. Ist das ein Stück weit mir riesig. Sagen Sie, Herr Stanzinger, warum sind Sie eigentlich so nett zu mir? Ja, weil Sie mir gefallen, ganz ehrlich. Nur deswegen. Ach, herrlich, Sie wohnen mir direkt gegenüber. Sagen Sie, stört es Sie, wenn ich mich morgens am Fenster rasiere? Nein. Bitte schön. Seehauser. Seehauser. Jetzt sagen Sie mal, ist die Dame wirklich abgereist? Jawohl. Und hat sie nicht gesagt, wohin? Nein. Warum? Haben Sie Differenzen mit ihr gehabt? Was geht Sie denn da sagen? Na, sehr viel sogar. Ja, sie haben mein Vertrauen missbraucht. Was? Jawohl, ich? Jawohl, Sie haben mir ausdrücklich gesagt, es handelt sich um eine alte Bekanntschaft und da haben Sie mir 5 Mark in die Hand gedrückt. Bitte, dann haben Sie Ihr Geld wieder zurückgebracht, Kassentengeld. Noch dazu, wo es sich um gar keinen Sinn handelt. Gott sei Dank. Ja, sagen Sie einmal, wie reden Sie denn mit mir? Du, wie Sie es verdienen. Das ist ein anständiges Mädel. Das ist ein hochanständiges Mädel. Und die nimmt kein Geld. Und der, da kann man nicht, dass er mir nichts, hier nichts, 61 Mark geben. Und nicht einmal einen richtigen Koffer hat sie. So anständig ist sie. Das sieht man ja doch gleich auf den ersten Blick, wie sie hereingekommen ist. So einfach, so lieb, so nett, so bescheiden. Ja, ja, Sie haben ja recht. Aber was soll ich denn tun? Ja, was mich fragen Sie? Da drinnen fragen Sie. Was denn? Was denn? Wo? Ihr Herz? Wenn ich ihr vielleicht debüschieren würde. Debüschieren? Sie bringen ihr Geld zurück? Immer diese Verzögerungen. Sind immer Verzögerungen. Klein, aber allein. Danke. Oh, das ist doch sehr nett. Na also, was habe ich gesagt? Und da drüben ist Ihr Zimmer? Ganz recht. Auch klein und ebenfalls allein. Das heißt, also schwindeln will ich natürlich nicht. Ich gestehe es frank und frei, ich habe ab und zu Damenbesuch. Ja, die Muse. Sie küsst mich, das heißt, wenn sie mich küsst. Aber da sie mir jetzt gegenüber wohnt, da wird sie mich hoffentlich und sicher öfters küssen. Aber ich bleibe nur 2 Tage, bis Herr Bummel nun zurück ist. Wieso zurück ist, ist ja gar nicht weg. Was? Ich habe doch erst heute Morgen mit Ihnen gesprochen, wegen meines Vorschusses. Wegen meiner Operette. So eine Gemeinheit. Was? Herr Stanzinger, ja? Ich bin ja so fuchsteufelswild. Na nun? Ich muss mit Bummelund sprechen. Na und? Na, wenn es weiter nichts ist, ist doch für mich eine Kleinigkeit. Herr Stanzinger, wenn Sie mich auch belügen... Franz heiße ich. Und lügen kann ich gar nicht. Ach, Franz. Ich möchte ja so gerne zum Theater. Ich muss zum Theater. Moment mal. Zum Theater? Wirklich? Ja. Und ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf, wie ich Sie dazu überreden könnte. Na, Sie sind doch überhaupt, Sie sind doch für meine Operette wie geschaffen. Sie sind doch die geborene Julischka. Na, so habe ich mir die Figur immer vorgestellt. So ein junges Mädel, so blond, strahlend, schön. Nein. Jawohl, so voller Temperament. Wissen Sie, wen der Bommelund dafür engagieren will? Noch irgendeine Dame aus Budapest. Ich weiß, ich kenne sie gar nicht, ist ja auch ganz wurscht. Sie spielen die Julischka. Schluss, basta, fertig. Und Sie glauben, Bommelund empfängt mich? Ja, und ob, na, mit Kusshand. In den Himmel wird er sie... Ach, herrje. Was ist denn? Vor einem muss ich Sie warnen. Dringendst warnen. Gottes Willen. Verlangen Sie keine zu große Gage? Nee, er hat es nicht gerne. Es ist überhaupt ein komischer Kauz, wissen Sie? Aber das macht ja nichts. Überlassen Sie das nur ruhig mir. Ich brauche nur ein Wort mit ihm zu reden. Sie haben hier gar nichts zu reden, Stanzinger. Schreiben Sie mal lieber billigere Texte. Ja, mein Lieber. Sie haben den Hang zur Verschwendung. Was? Sie brauchen 12 Schauspieler. 12 teuer bezahlte, von mir teuer bezahlte Schauspieler, um ihre dramatischen Hemmungen loszuwerden. Sehen Sie, in Wien, da habe ich mal ein Stück gesehen, das hat eine Schauspielerin ganz allein gespielt. Das ist eine Sache. So was sollen Sie mal aufschreiben. Ja, reden Sie nicht, hier rede ich. Da, sehen Sie mal an hier. Im 3. Akt, die Essensszene. Da sitzen 2 Leute in der Hotelbar und essen. Vorspeisen auch noch, das sind Allüren, lieber Freund. Denken Sie doch bloß, was mich allein das Essen kostet, wenn das Stück 300 Mal geht. Ich kann doch nicht immer nur gefärbte Kartoffelstückchen servieren lassen. Der Schauspieler wird heute alles echt haben. Ja, früher, da war das eine Lust, Theaterdirektor zu sein. Bei Schiller zum Beispiel, da haben die Schauspieler reihenweise Gift getrunken und nicht ein einziger ist auf die Idee gekommen, dass das Gift tatsächlich echt sein muss. Aber bei Herrn Stanzinger, da muss selbstverständlich der Tenor Sekt trinken. Auf meine Kosten? Nee, mein Lieber. Darf ich könnte jetzt zum Beispiel die Soubrette an nervösen Magenstörungen leiden lassen. Ich finde es nicht gut, ich kann mal nicht helfen. Stanzinger. Endlich mal ein Einfall. Ein blindes Ei hat einen Nutt. Das ist ja großartig. Sie, das ist wunderbar. Wissen Sie was? Sie lassen Sie ganz einfach sagen. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich könnte kein Bissen essen. Ich muss tanzen. Ja, denken muss man, lieber Freund. Denken, das kostet nichts und ist gesund. Es ist gesund. Herr Direktor, ich habe bis heute noch nicht den kleinsten Vorschuss. Vorschuss? Vorschuss. Sondern ich höre immer Vorschuss. Ja. Wofür denn? Ich bringe Ihre Operette heraus. Ich habe Ihnen einen herrlichen Titel gekauft. Lass Ihnen eine tolle Musik schreiben.
Na, die Idee vom Stück ist ja schließlich auch von mir, nicht wahr? Oh, bitte, von einer Idee kann ja wohl kaum die Rede sein, nicht? Sie haben gesagt, ein junger Mann liebt ein junges Mädchen. Und das ist keine Idee. Nee, das ist die beste Idee, die es je gegeben hat. Und das bisschen drumherum, das Pipapo, die Konflikte, das schütteln Sie doch nur so aus dem Ärmel. Sie haben mir doch schließlich versprochen, Sie sind ein Dichter. Ja. Machen Sie mich wahnsinnig nervös. Wozu stehen Sie immer in meinem Büro herum? Warum sitzen Sie nicht zu Hause an Ihrem Abschreibtisch, in Ihrem Entlehnsessel und dichten? Herr Direktor, ich habe eine Frau entdeckt. So? Ja. Dann denken Sie so schnell wieder zu. Geben Sie lieber eine Zigarette, ich habe meine zu Hause gelassen. Ja, bitte. Ja. Danke, ich rauche später. Ja, was gibt's? Zahlen Sie, Herr Direktor, dieses Päckchen ist soeben abgegeben worden. Was ist denn da drin? 50 Kostüme für die 100 Girls. Aha, legen Sie es dahin. Also, Herr Stanziger macht auf meine Kosten Entdeckungen. Solche Autoren sind uns Theaterdirektoren direkt ans Herz gewachsen. Ja, Herr Direktor. Reden Sie nicht, ich weiß genau, was Sie sagen wollen. Sie ist natürlich bildschön. Ach, wunderschön. Natürlich. Verzeihen Sie, Herr Direktor, ich möchte nur hinzufügen, dass das Mädchen eine wunderbare Figur hat. Natürlich, hier spricht der Fachmann. Haben Sie vielleicht auch eine Entdeckung gemacht, ja? Wieso auch? Ich habe sie entdeckt. Ich. Und du wirst mir jetzt gleich sagen, wo sie ist. Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du nicht. Du lebst ja, du Schuft. Ja, selbstverständlich. Verzeihen Sie, meine Herren. Darf ich Ihnen für Ihr Privatgespräch vielleicht einen kleinen schwarzen Kaffee offerieren, ja? Herr Direktor, sehen Sie sich das Mädel doch wenigstens erst mal an. Ach, sie ist jung, so jung. Ja, ja, so jung ist sie. Sie singt, also wie eine Lerche. Also ich habe in meinem Leben noch niemals eine Sängerin getroffen, die nicht gesungen hat wie eine Lerche, bis sie auf der Bühne stand. Dann hat sie gekrächzt wie ein Rabe. Verzeihen Sie, meine Herren, ich habe den Eindruck, ich störe hier. Ich kann ja so lange rausgehen. Nein, warte, bitte, bleiben Sie doch hier. Herr Direktor, glauben Sie mir, das Mädchen tanzt wunderbar. Und sie hat ein Temperament. Ach, was verstehst denn du von Temperament und von Frauen? Menschenskind wäre vielleicht als du, nicht? Bitte, Herr Direktor, ich kann Ihnen nur verraten, dass das Mädel ein unwahrscheinliches Temperament hat. Ja, das habe ich ja alles schon gehört. Meine Herren, Sie wollen doch beide, dass die junge Dame in Ihrer Operette die Hauptrolle spielt. Ja. Ja. Na also, wird sie aber nicht. Bei mir nicht. Herr Direktor, lassen Sie das Mädel doch wenigstens mal kommen. Sie werden Augen machen, Augen sagen. Ich will aber gar keine Augen machen. Ich will gutes Theater machen. Und zum Theater gehört ein Name. Ich brauche für diese Rolle eine Frau, die jeder kennt, die die Kassen füllt, die zieht. Und die habe ich auch schon gefunden. Hol ich mal raus, Budapest. Und ich brauche für meine Operette ein Mädel, das jung ist, die bezaubernd aussieht, zu der man wirklich sagen kann, ich liebe dich. Schreien Sie oder ich? Natürlich Sie, Herr Direktor. Na also! Aber bitte, meine Herren, wir wollen uns gar nichts sagen. Hat einer der Herren zufällig ein Bild von der jungen Dame? Nein. Moment. Sag mal, woher hast denn du das Bild? Donnerwetter. Kann ich das Bild behalten? Aber natürlich, bitte sehr. Dankeschön. Das gebe ich jetzt meinem Portier und er soll es unten in der Loge annageln und wehe ihm, wenn er sie hereinlässt. Hier treiben Sie sich herum!
Kinder umgekommen. Frau, erlauben Sie zu Garderobe 14. Sagen Sie der Negrini, ich warte. Jawohl. Aber nicht lange. Jawohl. Frau Negrini! Ja, ich komme sofort. Sie können sich ruhig Zeit lassen. Ihr Outfit kommt erst in 20 Minuten. Hör mir nur die Negrini ansehen. In einer halben Stunde geht mein Zug. Bitte. Lärm? Kapelle? Darf ich bitten? Bitte, Musik los! Das ist doch nicht die Negrini! Sie merken aber auf alles! Wie kommen Sie denn hier herein, Fräulein? Was wollen Sie denn überhaupt? Sind Sie stumm? Und wie steht's mit dem Gehör? Machen Sie, dass Sie rauskommen! Einen Moment mal, Fräulein. Hat sie mir nicht Herr Stanzinger geschickt? Sind Sie nicht die temperamentvolle, talentierte junge Dame, die hier die Hauptrolle spielen will? Ach ja, Herr Direktor, das bin ich. Ich möchte ja so gerne zum Theater. Es muss ja nicht unbedingt die Hauptrolle sein. Es wäre mir natürlich lieber. Aber wenn es für den Anfang einer ganz kleinen, einer so winzig kleinen Rolle ist, ich bin ja nicht unbescheiden. Ich weiß, ich sag, Sie brauchen eine Frau mit Namen. Eine Frau, die das Haus füllt. Eine Frau, die zieht. Ich verspreche Ihnen, Herr Direktor, ich werde auch ziehen. Ich werde Ihnen auch das Haus füllen. Ich verlange auch gar nicht viel Gage. Herr Stanzinger hat mir schon gesagt, dass Sie das gar nicht gern haben. Ich kann das gut verstehen. Sparen Sie ruhig weiter, Herr Direktor. Aber nehmen Sie mich bitte, Herr Direktor. Bitte, mein Fräulein, sprechen Sie sich ruhig aus. Wir haben ja so viel Zeit beim Theater. Wir probieren ja hier nur. Darf ich Ihnen was vorsingen? Darf ich Ihnen mein Orchester zur Verfügung stellen? Danke schön, Herr Direktor. Sie sind ja viel netter, als ich mir gedacht habe. Darf ich mich einsingen? Bitte? Kleines C gefällig. Danke. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Bitte? Die ganze Zeit. Ich habe sie überall gesucht. Ich hätte sie gerne Bommel und vorgestellt. Ach, der hätte sich so gefreut, sie kennenzulernen. Jetzt lügen Sie mich doch an. Nein, bitte. Ich habe alles gehört und jetzt packe ich schön brav meinen Koffer und fahre wieder nach München zurück. Nein, Moment, kommt gar nicht in Frage. Eher spanne ich den Zug die Lokomotive aus. Wir würden die Flinte so schnell ins Getreide werfen. Bitte geben Sie sich gar keine Mühe, Herr Stanzinger. Ich war bei Herrn Bummel und persönlich. Ich habe ihm vorgetanzt, ich habe ihm vorgesungen und ich habe ihm nicht gefallen. Na schön, dann wären Sie ihm beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Mal gefallen. Nun kommen Sie mal her, setzen Sie sich mal hin. Bloß nicht nervös werden. So, nur nicht weich werden. Ach, glauben Sie vielleicht, der Keins durfte gleich den Hamlet im Burgtheater spielen, was? Na, oder der Gerard den Verschwender? Na, und ich erst. Was glauben Sie, wie oft ich bei Bommerlund wegen meiner Operette gewesen bin? Erst war er nicht zu Hause, dann war er nicht zu sprechen, dann hatte er keine Zeit. Und als er endlich Zeit hat und ich ihm das Manuskript übergeben durfte, dann hat er es 8 Wochen lang liegen lassen. Tja. Ja, jeder Anfang ist eben schwer. Wissen Sie was? Och, ich habe eine glänzende Idee. Ich studiere mit Ihnen die ganze Operette Maske im Blau ein, mit Gesang und Tanz und allem, was dazugehört. Und wenn der Bommerlund aus Budapest zurückkommt, dann dringen wir einfach in sein Büro ein und spielen ihm die ganze Geschichte vor. Und wenn er uns herausschmeißt? Er wird uns herausschmeißen. Verlassen Sie sich auf mein Gefühl. Das macht doch gar nichts. Sie kommen am nächsten Tag wieder und machen dieselbe Geschichte von vorne. Was? Ja, aber ich kann ja gar nicht so lange in Berlin bleiben. Warum denn nicht? Ich habe ja kein Geld mehr. Ach, du lieber Gott, gar kein Geld? 19 Mark und das Fahrgeld. Ach, na, ich wüsste allerdings einen Ausweg, aber ich traue mich gar nichts zu sagen.
Ich habe mir nämlich so ein bisschen was gespart, so für besondere Fälle, nicht? Und das wäre doch hier nur so ein besonderer Fall. Also so schön habe ich mir gar nicht vorgestellt. Das ist sehr lieb von Ihnen. Aber ich muss auf eigenen Füßen stehen. Irgendeine Beschäftigung werde ich schon finden. Aber natürlich, Gitterchen, lassen Sie uns mal mit Seehauser reden. Seehauser macht alles. Wenn sein muss, als Stubenmädchen. Ah, Morgengitter, soll ich helfen kommen? Nein, danke. Ich glaube, ich werde nie ein gutes Stubenmädel. Och, nur Geduld, nur nicht verzweifeln. Was nicht ist, kann auch werden. Och, ein wundervoller Texteinfall. Die Muse hat mich geküsst. Lassen Sie sich ruhig weiter von der Muse küssen. was nicht ist, kann noch werden. Kann noch werden. Kann noch werden. Was ist das für Musik? Ist das gut so, Herr Seehauser? Ja, ich will mal schauen. Gute Ohren ist es schlecht. Ich mach mein Bett immer so. Ja, liebes Kind, in Ihrem Bett können Sie machen, was Sie wollen. Ich meine, da links allein drin. Sie müssen sich immer merken, das Bett ist die Empfehlung des Hotels. Jawohl. Na schauen. Und glauben Sie, dass da der Kopf drin ist? In dem Bett ist ein dicker Herrgang, der mindestens eine 100 bis 150 Kilo schwer war. Alles weg, die Matratzen müssen gewechselt werden. Immer in der Früh kommen, sie werden das zeigen. Das ist auch, wie man das erklärt. Dieser Mann, der ist von zu Hause aus gewohnt, in einem Mulderl zu schlafen. Was? In einem Mulderl, in einer Einbuchtung, in einem Gruberl. Natürlich hat er jetzt auch in Halbschlaf, hat er sich immer schon hineingebuddelt, bis er sein Mulderl gehabt hat. Kann man aber nicht lassen. Nicht wird in einem Hotel geschlafen, jeden Tag ein anderer Gast. Nicht mal, und die Formen sind ja grundverschieden. Die sind ja grund. Aufhören! Aufhören! Und die Morgengymnastik ist längst vorüber. Immer dieser Nachtuter. Gehen Sie. Ich hab schon zweimal geläutet. Ich mach das Bett. Dankeschön. Nee, ausnahmsweise. Der Herr hat geläutet? Ja, der Herr hat geläutet. Gitta. Sie wünschen? Seien Sie vernünftig, ich bin's doch auch. Ich will es hoffen, mein Herr. Kommen Sie, setzen wir uns. Zimmermädchen dürfen sich nicht in den Zimmer niedersetzen. Ich will Ihnen doch nur erklären, als Sie vorgestern... Sie scheinen mich zu verwechseln. Ich bin erst seit heute im Dienst. Wie kann ein so süßes, entzückendes Mädel so ein Dickkopf sein? Darf ich jetzt fragen, warum Sie geläutet haben? Weil ich Sie sehen wollte. Meine Etage hat 70 Zimmer, mein Herr. Wenn jeder Gast mir läuten würde, nur um mich zu sehen, da hätte ich viel zu tun. Guten Tag. Bitte bleiben Sie. Hat der Herr noch einen Wunsch? Oh ja. Ach, bitte bringen Sie doch den Anzug zum Bügeln. Die Hose auch? Nein, die Hose natürlich nicht. Bitte schön. Einen Augenblick mal. Mir fehlt hier ein Knopf an der Hose. Bitte möchten Sie ihn mir annehmen? Hosenknöpfe näht bei uns der Hausdiener an. Ich schicke ihn sofort, mein Herr. Einen Augenblick. Bitte lassen Sie mir ein Bad ein. Kalt oder warm? Gitta, ich liebe Sie doch. Also ein Abkühlungsbad. Seehauser, was ist denn? Wo ist denn das neue Zimmermädel?
Am Telefon ließ sie verlangt. Was brauchst du mich? Glauben Sie, trotzdem der Rocktaschen herum, das Suchen versäut. Wo wird sie denn verlangt? Im Dienst sie mir von auswärts. Wo sind die Urbaner auch noch? Was machen Sie denn zu? Ja, bitte. Wenn wir uns sprechen, Fräulein Gitta. Ja. Ja, ich verstehe Sie. Nein, Sie schreien brauchen Sie ja gar nicht, aber Sie nuscheln ja so. Das war, wer? Ach so, der Herr von München. Nicht von München, aus München, bitte. Hier spricht Professor Stadelmann. Ich möchte sofort meine Tochter Gitta sprechen. Der Papa. Bitte einen Moment, einen Moment, bitte schön. Also, bis ich die find, dann weißt du ja wieder weg. Hallo, bitte sind Sie noch hier? Also, sie ist nicht hier. Wer hier spricht das Hotel. Hotel persönlich, jawohl. Was bin ich heiß? Seehauser. Seehauser, See. Wie stiller unter See, die Fischlein schlafen. Die Vöglein auch. Bitte. Also einen Moment. Moment, ich buchstabiere. So S wie Selleriesuppen, E wie Enten, noch einmal E wie Enten, H wie Hühneraku. Kommen Sie noch. A wie Amulett, U wie Ulmerkuchen, S wie schwarzer Kaffee, dann Eis und R, die Rechnung. Ne? So bitte, jetzt wissen Sie unser ganzes heutiges Menü. Die ausführliche Schilderung Ihres geradezu schlemmerhaft anmutenden Menüs interessieren mich gar nicht. Ich verlange von Ihnen eine dezidierte Auskunft, wo sich meine Tochter gegenwärtig befindet. Ja, verzeihen Sie, wie soll ich denn das momentan wissen, wo sie gegenwärtig steht? Ich meine, welche von Ihren 40 Zimmer? Wieso? Sie verstehen nicht. Was? Wieso Sie 40 Zimmer bewohnen? Sie hatte... Was? Naja, das... Aber ja, ich... Diese ewige Ausplauderei macht mich überhaupt ganz nervös. Wieso? Ich habe was von 40 Zimmer gesagt? Na, erlaubt. Aber nein, das ist... Der Apparat muss was haben. Ich weiß nicht, was das... Der macht halt immer so zick, zick, zick. Vier Zimmer habe ich gesagt. Vier. Was? Das ist Ihnen auch noch zu viel? Ja, mein Herr, meine Tochter hat bis jetzt in einem einfachen, einzigen, schlichten Zimmer gelebt. Ja, welcher größenwahnsinnige Blitz ist in dieses Kind gefahren? Vier Zimmer in einem Hotel, das können sich doch nur Fürsten leisten. Oder blind in den Tag hineinlebende, sinnlose, sorglose Künstler. Das ist sie ja. Das ist sie ja, das ist doch eine erstklassige Künstlerin. Nicht an der Tür. Was heißt wo? Auf der Bühne? Das steht doch in der Öffentlichkeit. Das ist doch eine öffentliche Person, eine öffentliche Schauspielerin. Ein Dings, wie heißt denn der Vogel? Ein Star, nicht mal eine zweite Greta Garbo. Ja, natürlich. Wieso, was denn, das glauben Sie mir nicht? Na, verzeihen Sie, wollen Sie mich beleidigen? Ja. Was soll, Sie soll nach Hause kommen? Das ist ja ganz unmöglich. Aber wo? Man kann ja das Theater nicht zusperren. München. Der Herr Papa. Gottes Willen, was will er denn? Wieso, fragen Sie mich, fragen Sie ihn. Blamieren Sie mich nicht, ich habe gesagt, Sie sind ein Star. Hallo Papa, ich bin Gitta. Na, was macht die Kunst und die Kuh? Wo ich bis jetzt war? Ich war auf der Probe, ja. Ach, du hast keine Ahnung, was ich hier von früh bis abend zu tun habe, von einem Zimmer ins andere. Ich meine, von einem Akt in den anderen. Jeder hat einen anderen Wunsch. Wie bitte? Du staunst. Na ja, ich habe auch gestaunt. Das in Berlin. Berlin hat ein ganz anderes Tempo. Den Eindruck habe ich allerdings auch. In demselben Berliner Tempo kam ein verliebtes Telegramm von einem gewissen Georg an. Was für ein Telegramm? Reden Sie nicht von den Telegrammen, reden Sie vom Star, reden Sie immer nur vom Star. Und außerdem läutet man schon noch hinein. Nein, Papa, es spricht doch niemand dazwischen. Ich bin doch ganz allein im Zimmer. Vielleicht ist jemand unterwegs im Draht. Wieso gehen wir, schauen Sie, die Leute werden schon langsam ungeduldig. Papa, ich muss jetzt leider wieder auf die Probe. Mein Gott, die tanzt. Man möchte sich direkt wünschen, sie wären 1000 Füßler. Mein Tanz, dein Tanz.
tanzen heute hier im nächtlichen Schein in den Himmel hinein. Das, im Gegenteil, Seehauser. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich bin ja für die Ära. Wenn ich auch mal so dann und wann ein bisschen bummeln gehe. Das macht doch nix, im Gegenteil. Bist du in meiner Nähe, dann fühle ich mich in der Tat als Heiratskandidat. Was fällt denn dir ein? Bitte, bitte, nur keine Aufregung, Verzeihung. Steht im Textbuch. Augenblick mal, bitte, hier. Als Heiratskandidat, Kuss, hast du selbst hineingeschrieben. Aber nicht so lang. Das ist Auffassungssache, ne? Herren, auseinander, auseinander. Wenn Sie streiten wollen, müssen Sie bitten, das Lokal zu verlassen. Außerdem ist ja sowieso schon Polizeistunde. Den Hotelgästen ist der Aufenthalt in den Gesellschaftsräumen auch nachts gestattet. Nein, schlicht richtig. Wozu hätte denn sonst den Zettel an die Tür geben müssen? Geschlossene Gesellschaft. Das habe ich gelesen und auch gleich mitgebracht. Nimmt der bekommt's her, das brauche ich. Die Kalligrafie, eine halbe Stunde, gib's her. Bitte? Gitta, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich in Zukunft... Oh, Verzeihung. Ich meine, wenn ich in Zukunft bei Ihren nächtlichen Proben mitmache. Hm? Schließlich bin ich ja der Komponist. Bemühen Sie sich nicht, Herr Harding. Bitte. Ihre Musik kenne ich bereits im Schlaf. Was mir noch fehlt, sind ein paar szenische Erklärungen. Und dazu ist der Autor sicher berufener. Gute Nacht, Seehauser. Na. Gute Nacht, Franz. Gut. Das habe ich ja gewusst. Das ist ja ein hochanständiges Mädel. Und die hat nicht einmal einen richtigen Koffer. So anständig ist sie. Verzeihen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo hier eine Stelle ist, wo ich erfahren kann, ob noch ein Zimmer frei ist? Darf ich bitten? Einem oder zwei Betten? Dumme Frage, zwei Betten, natürlich ein Bett. Ich will doch in der Nacht nicht umsteigen. Bitte schön, was wünscht denn Ihr Herr? Ja, wünscht denn. Sie hören doch, ich wünsche ein einbettiges Zimmer. Mein Name ist Professor Stadelmann. Oh je, der Herr Papa persönlich. Meine Verehrung, Herr Professor. Verehrung? Ich brauche Sie nicht zu verehren, ich bin doch nicht Ihr Vater. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, es wäre schwer möglich. Herr Professor, bitte, Herr Professor, kommen zum Fräulein Tochter. Woher wissen Sie, dass ich eine Tochter habe? Ich habe bereits die Ehre gehabt, Herrn Professor einmal persönlich zu sprechen. Mich? Per Telefon. Gestatten. Seehauser, mein Name. Ach, Sie sind der Mann mit dem Menünamen? Ja, es ist ein kleiner Scherz von unserem Küchenchef. Nämlich, er macht das öfter, dass er das Menü nach den Anfangsbuchstaben von meinem Namen zusammenstellt. Er zum Beispiel, ganz gediegen, nämlich, schreibt er, S wie Sagosuppen, E wie Esterhasebraten, noch einmal ein E wie Erbsenbüree, H wie Himbeereis. Wollen Sie sich vielleicht Ihre kindische Speisenfolgen ersparen, ja? Ich möchte endlich zu meiner Tochter. Bitteschön, bitteschön. Und Herr Professor, sind das München? Ja. Eine herrliche Stadt. München? Ich schwärme für München. Also, Berlin ist ja auch wunderschön. Sehr schön, aber momentan ist nicht sehr viel los. Na, wir haben jetzt keine Saison, natürlich. Aber ich an Ihrer Stelle, Herr Professor, möchte sofort wieder nach München zurückfahren. Und schließlich, was wollen Sie denn da in Berlin anfangen? Wollen Sie das bitte mir überlassen? Jedenfalls will ich Gewissheit über das bisherige Treiben meiner Tochter bekommen. Sie fährt dann sofort mit mir weg. Und selbst wenn ich die Hilfe der Polizei in Anspruch nehme. Aber warum, Herr Professor? Warum denn gleich die Polizei? Und außerdem ist ja die hiesige Polizei für Ihre Fräulein Tochter gar nicht zuständig. Denn sind Sie ja ein Star. Und Sterne, nicht wahr? Ich meine, ein Star. Und da liegt ja mehr in das kulturpolitische Rayon, nicht wahr? Was reden Sie da für einen Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. Ach, nicht? Das ist kein Blödsinn. Denn schließlich eine Greta Garbo kann man doch nicht so richtig mit der Polizei anfangen. Ja, bin ich da in einem Irrenhaus oder wo bin ich eigentlich? Ob meine Tochter eine Greta Garbo ist, werde ich beurteilen. Jetzt möchte ich endlich wissen, ob ich ein Zimmer haben kann oder nicht. Bitte, Herr Professor, wir haben nichts frei, leider. Ja, aber wir haben doch im vierten Stock noch drei Zimmer frei. Ja, aber was reden Sie denn? Die habe ich doch weggegeben. Ach so. Mischen Sie nicht in meine Angelegenheiten, nicht wahr? Verzeihung, Herr Professor, aber wir sind ja beschränkt. Komplett, total komplett. So, dann werde ich eben bei meiner Tochter wohnen. Eines von den vier Zimmern wird wohl frei sein. Ich bitte, lassen Sie mein Gepäck hinaufschaffen. Aber bitte, das ist ja nicht möglich. Sie ist ja doch ein Star. Ein Star? Naja, ein Star muss repräsentieren. Meine Tochter hat nicht so repräsentiert. Ja, aber sie braucht doch die Repräsentationsräume, nicht wahr? Weil ein Star möchte ja jeder wohnen, ne? Ich bestehe aber trotzdem darauf. Wichmann, schauen Sie mal durch 404, bitte. Wenn man bestellt, beziehen wir aber bitte, gibt es einen Professor, vierten Stock, 404. Die, wenn der zurückkommt, die weiß nicht, wo ihn hinlegen soll. Im vierten Stock wohne ich nicht.
Ich bin schon einmal im Lift stecken geblieben und wohne prinzipiell nur im ersten Stock. Nein, beim ersten Stock ist nichts frei. Schauen Sie bitte, wenn Sie mir nicht glauben, Herr Professor. Fragen Sie doch, Wichmann, ist im ersten Stock etwas frei? Ja. Eben ist ein Einbettzimmer im ersten Stock frei geworden. Der Herr reist ab. Hm. Sie haben auch einen Verstand in allen anderen Körperteilen, aber nur nicht im Kopf. Nehmen Sie einen Schlüssel. Geben Sie her, was halten Sie denn so? Bitte, Herr Professor, ich führe den Professor hinauf. Ich lege absolut keinen Wert auf Begleitung. Entschuldigen, Herr Professor, ob Sie Wert darauf legen oder nicht. Weil ich brauche Ehre dem Ehre gebührt. Ich kann ja nicht den Vater von einem Staat allein hinaufhatschen. Bitte. Ich wohne prinzipiell nur im ersten Stock. Nur im ersten Stock. Ja, bitte, Herr Professor, das ist ja der erste Stock. Leider. Wieso? Bitte? Ihre Begleitung ist reichlich nervös. Ja, man macht ja auch genug mit. Interessiert mich gar nicht. Ja, bitte, ich rede auch nichts. Wo ist meine Tochter? Ja, Herr Professor, am Wächterstar ist ausgeflogen. Sie ist auf der Probe. Selbstverständlich immer auf der Probe. Dann warte ich, bis sie kommt. Ich fahre ohnehin erst morgen zurück. Erst morgen? Schon erst morgen? Bitte, Herr Professor. Das wäre das Ziel, bitte. Dankeschön, ja. So bitte, wenn das kombiniert. Für meine bescheidenen Bedürfnisse reichlich. Also ein bisschen heiß ist es heute natürlich, weil hier ist die Feiermauer. Das macht mir gar nichts. Das Maschinenhaus ist anstoßend. Stört mich absolut nicht. Wenn man sagt, weil es ist ein bisschen lärmend. Die Maschine geht nämlich Tag und Nacht immer so. Ganz egal. Bitte. Fürchte nur, dass Herr Professor vielleicht der Gepäcksaufzug stört. Wollen Sie mich endlich von Ihren Besorgnissen befreien? Bitte, wenn Herr Professor gar nicht empfindlich sind. Holen Sie bitte das Stuhlmädchen. Ich bin das neue Stummmädchen. Ich suche sie ja selber. Frau von Kürisch ist angekommen. Die Kerisch ist da? Ja. Wieso ist denn der Budapesterzug schon angekommen? Ja. Aber immer mit dieser blöden Pünktlichkeit. Die könnten ja auch ein bisschen eine Verspätung haben. Sie suchen sich jetzt die Gita. Ja. Sie muss sofort verschwinden. Ach, da sind Sie ja. Beeilen Sie sich bitte. Ich möchte ein Bad nehmen. Jawohl. Nicht, dass ich es notwendig hätte zu baden, aber ich komme ja von der Reise. Jawohl. Sagen Sie, ist denn die Wanne so schmutzig? Nein, nicht. Na, dann hören Sie doch endlich zum Putzen auf und verschwinden Sie. Ich bitte Sie herzlich darum. Namen gemerkt? Mhm. Na, das ist aber eine kolossale Auszeichnung. Eine Künstlerin wie die Frau von Kirche und merkt sich nach 5 Jahren, wie ich heiße. Habe ich wieder das gleiche Appartement wie vor 5 Jahren? Bitte schön, liebe Frau, und ein Blumeau habe ich natürlich auch gleich auf das Bett gelegt, weil ich doch weiß, dass mir Ihre Frau vor 5 Jahren auch ein Blumeau gewünscht hat. Wegen der kalten Fusserl. Danke schön. Bitte schön. Danke. Hui. Bitte verzeihen, einen Moment, ich komme sofort. Gitter, jetzt ist was Furchtbares passiert. Ich weiß, Papa ist angekommen. Gut, wenn Sie schon wissen, dann ist ja gut. Aber noch etwas Furchtbareres. Und Sie müssen die Greta Garbo spielen. Ja, sind Sie nun endlich fertig, Fräulein. Ja, wo ist sie? Fräulein. Offizier. Sebastian. Ilonka, bist du es wirklich? Oder ist das eine Halluzination? Dann bitte, komm doch näher. Überzeug dich. Wir waren ja immerhin einige Jahre miteinander verheiratet. Vielleicht findest du noch alte Merkmale. Ilonka, du siehst aus. Genau 15 Jahre älter. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, Sebastian, das liegt an deiner Brille. Wieso? Ja, es ist wirklich noch genau dieselbe Brille wie vor 15 Jahren. Sie war damals schon nicht mehr scharf genug. Wenn es dich stört, ich nehme sie ab. Nein, nein, um Gottes Willen. Du hast ja früher die Brille auch nicht abgenommen. Nicht einmal in unserer Hochzeitsnacht. Da habe ich sie in der Aufregung vergessen. Und jetzt hast du in der Aufregung vergessen anzuklopfen. Oder hast du gehofft, jemand anders hier zu finden? Ja, ich brauche das Zimmer mit. Ist sie hübsch? Ich bitte, stell mich nicht schon wieder als Dummschwani. Hast du dich so gebessert? Es ist damals wirklich nichts geschehen. Ich kann es beschwören. Weil ich zu früh gekommen bin. Dafür hast du dich auch ausgiebig revanchiert. Du bist zum Theater gegangen. Ich kann nicht länger lügen. Ich gehe zu meinem Vater und sage ihm alles. Ja, und an mich denken Sie überhaupt nicht, wo ich mich so für Sie exponiert habe, nicht wahr?
wo ich den Papa eingeredet habe, dass Sie ein Star sind, eine zweite Greta Garbo. Nein, das können Sie doch den Seehauser nicht antun. Außerdem müssen Sie jetzt durchhalten. Morgen früh kommt der Bommerlund zurück. Aber jetzt ist schon viel zu spät. Aber gar nichts ist zu spät. Man muss ja dem Papa eine Komödie vorspielen. Mein Gott, das wird mir doch nicht so schwer, von der Mauer einen Star zu spielen. Schauen Sie, die Greta Garbo macht das alle Tag. Ach, Menschenskind, jetzt hören Sie endlich mal mit Ihrer Greta Garbo auf. Ja, bitte, wenn die Greta Garbo nicht gefallen so, ist das Ihre Angelegenheit. Mir gefällt sie, basta. Mir gefällt sie sehr gut. Aber das steht doch jetzt gar nicht zur Debatte. Also nur mal ruhig, nur mal ruhig. Ihr Vater bleibt bis morgen früh da, haben Sie doch selber gesagt. Das weiß ich nicht, aber bleibt jetzt... Moment, bis dahin müssen wir durchhalten. Auch Sie, Gitter. Hm? Haben Sie ja so ein Gesellschaftskleid, so wie oben nichts und unten, wo Sie so weit auseinander, so mit Dekolleté, haben Sie das nicht? Wie seid ihr Star-Trockt? Ich hab keinen. Gar nichts. Bitte werde ich eins besorgen. Der Seine bringt, wenn ich einbrechen gehe, ich bringe es. Aber mit dem Kleid ist auch nicht alles nun getan. Lassen Sie ihn doch machen, auf ihn können wir uns verlassen. Seehauser macht alles. Ich suche mal schon was aus. Jetzt. Ui, Katze. Ja. Diese ganze Nacht, die hatte gar kein Hemd drunter. Na, ich möchte mich genieren, so auf der Gassen zu gehen. Wenn Sie anfangen, wie Sie möchte etwas Dezentes haben, etwas Kompakteres. Das ist schön, das nehme ich. Quasi mal ausgezeichnet. Das ist nämlich für eine vornehme Dame, bezahlt wird es ja später. Ich nehme es auf jeden Fall mit zur Ansicht und morgen in der Früh bringt es ja sowieso wiederum zurück. Bitte? Ich meine, wenn es nicht passen sollte. Ui, ich wäre aber Bosch. Gita will auch zum Theater? Sie ist schon dabei. Sie hat sogar schon ein Engagement. Wo, in der Provinz? Nein, hier in Berlin. Sie wohnt sogar in diesem Hotel. Das ist doch großartig. Ich finde es furchtbar. Ich muss sofort zu ihr. Aber sie, es hat gar keinen Zweck, sie ist auf der Probe. Sie ist überhaupt immer auf der Probe. Sie spielt die weibliche Hauptrolle im Palasttheater. Wo? Im Palasttheater? Ja, in dem neuen Stück. Wie heißt es nur? Es ist so etwas mit Blau. Maske in Blau? Ja, jetzt entziehe ich mich. Gott, man ist so vergesslich. Ich will dir etwas vorschlagen. Wir warten Gitter unten in der Bar. Denn das Mädel entdeckt. Entdeckt, natürlich. Entdeckt hast du es. Nein. Aber ich mach was aus ihr. Ja. Ich mach deinen Vorschlag zur Güte. Wir wollen erst ab morgen böse sein, ja? Und du hilfst uns, dass der Alte nicht hinter den Schwindel kommt. Hm? Der merkt sowieso nichts. Aber Bommerlund, was machen wir mit Bommerlund? Sein Star, die Körische aus Budapest, ist bereits eingetroffen. Seit wann trinkst du eigentlich selbst? Nur aus Prestigegründen. Wenn meine Tochter ein Star sein soll, da kann ja der Vater nicht Limonade trinken. Ich möchte nur wissen, was die Körschi mit dem Stadelmann zu tun hat. Und noch Gitta bleibt. Ich kann es nicht mehr erwarten. Ich auch nicht. Sebastian, ich bitte dich, sei jetzt einmal vernünftig. Vernünftig? Mein ganzes Leben bin ich vernünftig gewesen. Und wo bin ich hingekommen? Eine Waise bin ich geworden. Keine Tochter mehr, keine Frau mehr, nichts mehr. Und jetzt trinke ich sogar Sekt. Verzeih, zu dir. Also wenn du Gitta ein böses Wort sagst. Unzählige. Vier Zimmer hat sie. Ich bitte, wie viele Zimmer hast du? Siehst du, und du bist die Mutter. Und ich habe eins und bin der Vater. Kinder brauchen eben Auslauf. Ich habe ja auch keinen Auslauf. Sebastian, versprich mir, schelte erst morgen. Verdirb mir nicht die Freude, sie wiederzusehen. So schön, aber nur dir zu dir. Ilonka, schau mal zu. Das ist Gitta. Woher weißt du das? Das kann nur Gitta sein. So schön habe ich sie mir nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Und diese Verwandlung. Du sag ihr noch nicht, wer ich bin. Wenn man plötzlich so eine große Tochter hat. Ich bitte, geben Sie acht aufs Kleid, dass wir keinen Klick hineinmachen. Das muss ich morgen in der Früh wieder zurückgeben. Sie brauchen mich nicht zu begleiten. Nein, ich muss sie begleiten. Ein Star braucht eine Begleitung. Hinter einem Star sind immer eine Menge Leute her. Müssen ja Folien haben. Komm ans Kommen. Herr Professor, bitte. Papa! Lieb, dass du gekommen bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue.
Sei mir nicht böse, dass ich mich verspätet habe, aber ich war bis jetzt auf der Grube. Du bist ja eine richtige junge Dame geworden. Ich kann dir jetzt gar nicht alles sagen, was ich dir sagen wollte, obwohl du es verdienst. Gib mir einen Kuss. Papa. Jungfrau, gestatten Sie, dass ich Sie mit meiner Tochter bekannt mache? Die Jungfrau ist nämlich eine gute alte Bekannte von mir, die ich zufällig in Berlin traf. Kommen Sie, mein Kind, setzen Sie sich zu mir. Kommen Sie sehr, wir selbst. Na, Sie lassen Sie aus. Das ist ja komisch, am Ende. Sie sehen aber ein wenig abgespannt aus. Ich habe so schrecklich die Arbeit, Jungfrau. Jeden Morgen um 5 Uhr zu aufstehen. Um 5 Uhr schon? Sind da auch schon Proben? Nein, aber... Bitte. Verzeihen, dass ich mich in das Gespräch einmische. Aber um 5 Uhr früh kommt der Masseur. Da kannst du dich ja wieder hinlegen. Leider nicht, weil da muss ich... Ausreiten? Da muss ich ausreiten. Natürlich hoch zu Ross auf einen weißen Schimmel. Es bin eine Figur. Und dann beginnen die Proben. Erzählen Sie doch Herrn Papa von den Proben. Das wird Ihnen, Herrn Professor, sicher sehr interessieren. Was haben Sie denn für Proben? Ach Gott, es ist sehr schwer zu beschreiben. Wenn jemand nicht vom Fach ist, der kann sich das einfach nicht vorstellen. Ja, natürlich. Ach, es ist eine schreckliche Plage. Man hat überhaupt kein Privatleben mehr. Glauben Sie mir, man ist einfach Sklave seines Berufes, buchstäblich. Ja, aber es macht auch wieder sehr viel Freude. Ja, wenn man sieht, wie man weiterkommt, wie man vorwärts kommt, wie der Direktor immer zufriedener wird. Und ist er mit Ihnen zufrieden? Oh ja, sehr. Er schwärmt ja von mir. Sie sollten mal hören, was er über mich sagt. Ich kann ihn ja einmal fragen. Wieso, kennen Sie ihn? Natürlich kenne ich Bommerlund. Ich bin ja mit ihm hier verabredet. Herr Direktor Bommerlund, kommt Sie her? Ja. Da kommt ja schon Bommerlund. Na, jetzt ist Feierabend. Ehren, Herr Direktor. Bitte suchen Sie jemanden, Herr Direktor. Ja? Es ist niemand hier. Das ist aber kein bekanntes Gesicht. Es sind ja nur lauter Leute hier. Herr Direktor, wir sind komplett. Verzeihung, bitte, wir sind komplett. Es ist nicht ein einziger annehmbarer Tisch mehr frei. Das ist in manchen Tagen dieses wie verhext. Oh, das macht nichts. Bitte in die Bar vielleicht, Herr Direktor. Das ist eine bessere Luft und die Getränke sind auch dort viel preiswerter, Herr Direktor. Und hier ist mein Zwang. Ich bin eingeladen, Frau von Kirsch, hier wartet nicht. Ist ja nicht hier. Bedauere, leider. Da sind Sie doch. Das ist die Frau von Kirsch. Ja. Kirsch, so, die hätte ich nicht erkannt. Aber sowas ist mir wahrscheinlich in Gedränge, in Trube sind wir so reingerutscht. Anders kann ich nicht. Servus, lieber Direktor. Ich freue mich sehr, dass Sie so pünktlich kommen. Ich freue mich ganz an meiner Seite, liebe Jungfrau. Darf ich vorstellen, Herr Professor Stadelmann. Oh, meine Verehrung. Herr Sieras, ich muss Sie bitten, meine Tochter nicht immer zu verdecken. Sie wird doch noch Ihren Direktor begrüßen. Sie sind das? Servus, Herr Direktor. Charmant, dass wir uns auch mal privat treffen. Es ist mir eine wahre Freude, Sie kennenzulernen, Herr Direktor. Ich muss Ihnen meine Bewunderung darüber ausdrücken, was Sie aus meiner Tochter gemacht haben. Ja, ich verstehe nicht ganz. Machen Sie doch nicht so ein entsetztes Gesicht. Wir hatten nämlich unlängst eine kleine Differenz bei der Probe. Lassen Sie doch den Ärger in der Versenkung verschwinden. Und stellen Sie sich vor, ich habe schon gedacht, meine Tochter hätte mich wegen ihres Engagements angeschwindelt. Zu dumm. Ich habe Ihre Tochter engagiert. Immer noch der alte Bommerlund. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Immer muss er jemanden verunken. Herr Seehauser, wo bleibt denn das Glas? Mein Direktor ist durstig. Verzeihung, Herr Direktor, wir haben am Telefon verlangt. Bitte gehen Sie zum Apparat und fragen Sie, wer da ist. Ich habe keine Zeit. Persönlich, bitte, Herr Direktor. Nein, nein, danke schön. Menschenskind, es muss doch was geschehen. Trinken wir auf das Wohl meiner Tochter. Ich habe zwar noch nie im Leben etwas getrunken, aber heute ist es mir ganz egal. Brot. Meine Herrschaften, ich muss jetzt endlich eine Feststellung machen. Ich habe den Eindruck, dass wir hier irgendwie zu lang gehalten werden. Verzeihen Sie bitte die Störung, aber ich möchte nicht versäumen, gerade am heutigen Abend mit unserem lieben, verehrten Herrn Direktor Bommerlund auf das Wohl seines zukünftigen Operettenstars anzustoßen. Harding! Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte einen Augenblick. Ja, was wollen Sie von mir? Das werden Sie gleich sehen. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich los. Streiten können wir nachher auch. Jetzt zeigen Sie Bommerlund, was Sie können. Hals- und Beinbruch.
Sie nicht, dass sie die bessere Juliska ist? Nicht unbewerbt, aber ein Name ist mir lieber. Herein. Da. Bitte verraten Sie mich nicht. Papa darf nie etwas erfahren. Habe ich Sie vielleicht schon bei Tisch verraten? Sie haben alles durchschaut? Ja, ich bin doch die Görlischi. Ich sollte die Maske in Blau spielen. Und jetzt wollen Sie sich über mich lustig machen. Deine Mutter wird sich doch nicht über dich lustig machen. Verstehe ich nicht. Geht doch. Sehen Sie? Ja. Bist du... Das ist nett von dir, dass du die Rolle doch noch umbesetzt hast. Habe ich dir hier einen Wunsch abgeschlagen? Nein. Aber es bleibt dabei. Die beiden Jungs dürfen von der Sache nichts erfahren. Ja, das wird sich doch gar nicht vermeiden lassen. Gitta muss doch probieren. Aber das kann sie doch. Wieso? Weil für die beiden ist eben die zweite Besetzung, die nie rankommt. Das ist gut. Aber wie ist das eigentlich mit dir, sag mal? Kannst du wirklich so leicht verzichten? Man hat mir eine andere Rolle angeboten. In welchem Haus? In meinem neuen. Ich spiele nur noch Hausfrau. Und das ensuite. Ich muss mich jetzt um Gitta kümmern. Gnädige Frau, meine Empfehlung an den Herrn Gemahl. Ich danke schön. Auf Wiedersehen bei der Premiere. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Direktor. Ach, Herr Direktor, ich habe mir erlaubt, Ihnen ein kleines Geschenk mitzubringen. Es sind die besten Zigaretten, die ich auftreiben konnte. Dankeschön, sehr aufmerksam. Herr Direktor, ich flehe Sie zum letzten Mal an, Sie müssen die Hauptrolle mit Gitta besetzen. Ach, nein, mein Lieber, bestechen lasse ich mich. Aber glauben Sie mir doch, Sie schmeißen sich die Premiere. Sie werden sehen, wir spielen vor leerem Haus. Dirigieren Sie so temperamentvoll und wir werden einen großen Erfolg haben, mein Junge. Sie bleiben also dabei, dass die Körische spielt? Ja. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Zigarette gefällig? Danke. Ja, was ist? Dem Mann ist ja nichts anzufangen. Man muss ihn zu seinem Glück direkt zwingen. Aber die Körische spielt nicht. Und wenn ich ihr etwas antun muss. Sagen Sie, Direktor, warum lassen Sie den Herrn nicht so zappeln? Damit er sich in Zukunft abgewöhnt, in meinem Namen Telegramme zu schicken. Aber der Dirigent muss doch schließlich wissen, wer wirklich die Hauptrolle spielt. Wozu denn? Für ihn ändert sich doch gar nichts. Was die Körische gesungen hätte, wird die Gitta tanzen. Das da. Wenn ich so bei Ihnen einbringe. Aber es bleibt mir kein anderer Ausweg. Bitte, überlassen Sie die Rolle, Gitta. Sie sind ein sehr mutiger Verteidiger, Gitta. Ja, weil ich Sie wirklich... Weil ich überzeugt bin, dass sie für die Rolle wie geschaffen ist. Und was würden Sie tun, wenn ich auf die Rolle nicht verzichte? Dann müsste ich Sie, so leid es mir tut, daran hindern aufzutreten. So viel liegt Ihnen daran, dass Gitta die Rolle spielt? Die Zeit ist knapp, liebe Frau. Es bleibt mir daher kein anderer Ausweg als Ihre Kostüme. Ganz ohne Aufmachen wird es ja nicht gehen. Entschuldigen Sie. Seehauser, ja? Verstecken Sie die Kostüme, die Körische darf nicht auftreten. Jetzt soll die Körische doch auftreten? Haben Sie die Klauen, verschwinden Sie. Ich kenne mich nicht mehr aus. Fräulein Stadelmann, ziehen Sie sich doch rasch um. Ist es schon so weit? Ja, bitte. Um Gottes Willen. Bitte halten Sie die Daumen. Was für Daumen? Ach so. Harding hat deine Kostüme fortgetragen. Was? Ja. Das hat er doch nur dir zuliebe getan. Mir zuliebe? Natürlich, weil er dich liebt. Für diese Liebe danke ich. Herr Direktor, ich müsste einen auswählen. Kostüme? Lass uns doch die Gitta auftreten. Wir haben einen Riesenerfolg. Aber ich habe doch keine Kostüme für das Mittel. Dann werden wir sie suchen. Sind Sie denn wahnsinnig geworden? Wo haben Sie denn die Kostüme versteckt? Behalten Sie die Nerven, Herr Direktor. Aus mir bekommen Sie nichts. Ich lasse Sie verhaften. Lassen Sie lieber Gitta auftreten. Wie kann ich denn das, wenn Sie Ihre Kleider versteckt haben? Was, das war ein Gitterskostüm? Natürlich! Bleiben Sie bei Ihrer Ouvertüre! Wir haben die Kostüme! Seehauser! Seehauser! Thank you.
hier! Sie bleiben hier, sehen Sie die Premiere von unten an! Dann geben Sie mir mein Geld zurück! Ich habe 12 Mark für den Logenschiff spendiert! Das kann, mein Geld, ich will!